Letzte Resident Evil Demo haben wir ja leider verpasst, ne? Diese hier soll wieder 30 Minuten gehen oder um die 30 Minuten. Ist aber nur spielbar in einer gewissen Stundenzeit. Also das heißt nur heute bis irgendwie 3 Uhr, wurde mir gesagt. Und deswegen, aus diesem Grund, werden wir jetzt reinschauen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt reingeschmissen werden. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Anhaltspunkte gibt. Ich habe bisher nur eine Demo gespielt, das war die allererste, die nicht wirklich was auszusagen hatte. Aber lass einfach gucken. Lass mal reinschmeißen. Ich weiß gar nicht, ich glaube am 7. Mai kommt es, glaube ich, raus. Resident Evil Village, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir dürften ja schon ein bisschen mehr rechnen, oder? Das soll ja jetzt Gameplay sein. Genau deswegen. Ich werde es ein bisschen heller machen, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Minimale Helligkeit. Ja, mache ich auch ein bisschen heller, ne? So. Wenn das zu laut ist, Leute, dann sagt mir das bitte. Dann kann ich es auch noch leiser machen. Ja, das ist kein Problem. Ist kein Ding, Alter. So. Ich freue mich ein bisschen, aber ich kann halt dieses Spiel absolut noch null einschätzen. Ich habe gesehen, dass dieses Spiel ein bisschen größer sein soll. Es soll wohl eine große Map geben und sowas. Irgendwie, also ganz, 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 ganz komische Sachen, die man natürlich auch schon mal irgendwo in irgendeiner Art gehört hat. Aber... Scarecrow! Ethan vermutet, dass seine Tochter im Schloss sein könnte. Er betritt das unheilvolle Gebäude in der Hoffnung, sie dort zu finden, doch er wird alles andere als herzlich in Empfang genommen. Castle Dimitrescu. Das heißt, wenn ich es jetzt in den 30 Minuten nicht bis zum Ende schaffe, ist vorbei, oder was? Und das Spiel sieht halt unfassbar geil aus, ne? Im Schloss nach Rose suchen, alles klar. Rose ist, war jetzt unsere Tochter, oder was? Wenn ich mich nicht täusche. Habe ich das richtig gelesen? Ich habe schon wieder vergessen, Mann. Ich bin ein bisschen durcheinander. Man kann hier nicht durchsuchen. Geil. Wir haben ja auch anscheinend keine Fenster. Aber ich würde mich halt schon ein bisschen gestalkt befühlen hier, wenn ich jetzt hier so schlafen würde, ne? Oh, Wein. Da kommt bestimmt Wein rein. In dieses Weinglas. Yeah. Gefundene Schätze finden Sie im im Dreieck-Inventar unter Schätze. Oha, wir haben eine Waffe. Das haben sie aber schicker gemacht, ne? Das sah, glaube ich, beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber ich glaube, das hat man noch nicht so in der Richtung dann gesehen gehabt. Das haben sie auf jeden Fall ein bisschen umgebastelt. Wenn ich mich nicht täusche. So. Wir wurden wahrscheinlich wieder gegen unseren Willen hier reingeprügelt, ne? Hier ist ein Hebel. Was ist denn für ein Hebel, Alter? Dark Occult, Junge. Natürlich machen wir das wieder mit unserem Mundgeruch, die Tür auf. Wie man es kennt. Ach du Scheiße. Hallo, Hausparty. Hausparty. Keine Bilder, die sich bewegen. Wir sind auf jeden Fall auch nicht in einem Abteil von Hogwarts. Eigentlich ein bisschen schade. Aber das Obst hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, ne? Es wird uns doch bestimmt wieder irgendwas in die Fresse springen oder so. Irgendwas, was uns wahrscheinlich... Das ist doch wieder... Was war das? Also, ich bin ganz ehrlich, meine Einrichtung wäre es nicht, ne? Hat natürlich was, aber so würde ich mich nicht irgendwie heimisch fühlen. Ich hätte immer das Gefühl, ich wäre irgendwie in einem... Von der anderen Seite verschlossen. Ja, dann mach doch auf der anderen Seite. Okay, wo ist der Geheimgang? Ah. Ah. Hallo. Guten Tag, wolle Rose kaufen? Wehe. 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 Oh Gott, wenn irgendwas knackt hier, ich hasse es so sehr. Warum muss alles knacken? Warum liegt hier einfach ein Schuh rum und was ist das da? Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Ich muss sagen, Innenarchitektur hier gefällt mir so gar nicht. Oh, oh. Schon wieder so...
Staub. Warte. Warte. Rostige Reste? Man kann hier Sachen herstellen? Ach, ist schon. Okay, wir haben eine Pistole. Und wir können natürlich, also klar, Sachen herstellen ging ja schon immer mit Kräutern und so ein Zeugs, aber rostige Reste? Ging das auch? Das war doch immer Schießpulver, oder? Für Munition und sowas. Frau Dimitrescu, hier ist der Zimmerservice. Wie kommt hier gleich sowas von rausgerannt, Alter? Oh. Warte mal, das ist doch die Tür, wo wir gerade nicht durchkamen, oder? Yes! Schießpulver, sag ich doch. Geht doch. Ich weiß zwar nicht, warum wir sowas... Alter, diese Bilder sind allein schon so creepy, ne? Auf mich zu beobachten, ey. Ich will das nicht. Wenn du dich bewegst, ne, dann werde ich sowas von wegspringen. Aber egal. Erstmal tun wir so natürlich, als wären wir hier einfach... Also wir sind natürlich Gast. Auch wenn wir gegen unseren Willen hier sind. Eigentlich sagt man ja immer, Gast ist König. Chemikalie. Was ist da drin? Da ist hier mal... Will ich da jemand stampfen? Da ist jemand gestolpert, oder nicht? Und das glitzert da drin. Oh oh. Das ist groß. Wenn das groß ist, ist es immer was, wo man weglaufen muss. Jedes Mal. Warum ist das hier so groß? Wo haben Sie Rose hingebracht? Bitte? Wollte Rose kaufen? Ich hab's doch gesagt. Wo haben Sie Rose... Kommt euch jetzt hier. Irgendwas kommt euch jetzt hier. Hör doch auf, ey. Nicht, ey. Oh nee, warum ist hier so viel Platz? Warum ist hier verdammt nochmal so viel Platz? Finde der vier Engel Antlitz und du wirst errettet. Ah ja. Geil. Ich kenne nur drei. Und die arbeiten für Charlie. Ah! Alles cool, Kevin, alles gut. Ich gehe einfach mal ganz langsam gucken. Aber das ist mir... Das macht hier alles ein bisschen zu viel Geräusche tatsächlich, ne? Oh! Ih, wer ist er denn? Ich dachte, das wäre... Haha, so sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Dimitrescu? Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen, brauchst du irgendwas? Wie Shop! Wie bist du denn da reingekommen, Junge? Wer hat dich denn hier durch das Dach gehoben? Erzähl mir doch nichts. Was für Shop? Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Hä? Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Und wo kriegst du die her, bitte? Waren. Alter Shotgun, Junge. Habe ich aber natürlich keine Munition mehr für die Schrotschüsse, ne? Ich glaube, ich sollte nicht fragen, wo er die Sachen herbekommt. Zusatzkoffer. Mhm.
Hör mal auf jetzt! Werkstatt. Feuerkraft, wir können ein bisschen upgraden tatsächlich. Moment bitte. Moment bitte. Schlüssel bitte. Danke. Ankauf. Beachte mich gar nicht. Lull. Was macht der da? Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Oha, Schrotflinte kommt. Zack. Warte mal, ist das jetzt ein... Alles klar, yo, chill. Okay, warte. Bis nächstes Mal. Junge, sein Bauchnabel ist einfach eine Hüpfburg. Ich will auch... Schön, also toll. Nee, wirklich, ich fühle mich... Ich fühle mich wohl. Was bedeutet das denn? Ja, Ring mit Rosting und Auge muss da wahrscheinlich nicht rein. Da muss wahrscheinlich, untersuchen. Norsteins Labyrinth. Oder Labyrinth. Norstein, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelehnten Dorf niederließ. Abgelegenen Dorf, so. Dort schuf er vier Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Was? Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten Kristall... Was? Kristalline über... Ich hoffe, du hast dich testen lassen, bevor du dich da reingesetzt hast. Bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsteins vier geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Ah ja. Nicht schlecht. Kann ich... Hä, als ob der einfach da chillt, Mann. Okay, cool, Alter. Das ist kein Ding. Gut. Ich glaube, ich sollte die mal in der Hand haben. Ich glaube, dann fühle ich mich irgendwie besser. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, das ist so. Wenn wir die Treppe da hochgehen, dann ist es vorbei. Spätestens da. Spätestens da ist vorbei. Oh, noch eine Treppe. Ey, wir können hier so viel rumrennen. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Hier kommt gleich sowas von, was uns verfolgt in aller Mr. X. Hä? Oh. Entschuldigung. Also wenn sie einen Grund brauchten, um Agro auf uns zu sein, dann haben wir den Grund jetzt. Guten Tag, Frau Dimitrescu. Ich hab's gehört. Ja, ja, ja. An der anderen Seite verschlossen. Fuck. Wieso hängt der eigentlich über dir und nicht neben dir? Ist das irgendwie so eine Rangfolge? Okay, gut. Wir sollten uns nicht mehr... Nichts. Oh mein Gott. Das ist viel zu groß. Das gefällt mir gar nicht, Mann. Die wird mir die ganze Zeit hinterher rennen. Irgendetwas. 5. Januar, Redneck, Lieferung, ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke, Geschäftsgespräch. Okay, ich weiß nicht, wem das Büchlein gehört. Warum müssen immer alle weg sein und müssen so creepy dann auftauchen irgendwann? Das ist doch scheiße. Drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Alle sehr happy. Okay, hier vielleicht noch irgendwas Schönes. Da liegt überall was drin. Hier ist auch... Oh, das... Ah, das müssen wir wahrscheinlich... Natürlich. Ich bin ein Vollidiot. Natürlich kann man das kaputt machen. Okay, also wir wissen schon mal, dass das auf jeden Fall sehr wichtig sein kann, dass wir einen Shop haben, Alter. Der einfach... Irgendwie mag ich ihn. Ja, er hat eine eigene Art. Aber ist ja nichts Schlimmes. Sympathisch. Ja, ist lieb. Ich weiß nicht, was er für einen Hintergrund hat, warum der da so sitzt und... Ich habe immer noch das Gefühl,
Das ist einfach mit uns. Okay, wir müssen diesen Aufzug hier wahrscheinlich zum Funktionieren bringen, ne? Und der wird bestimmt jetzt nicht funktionieren. Nichts passiert. Was für eine Überraschung! Das ist doch immer so. Natürlich müssen wir jetzt diese fette rote Treppe hochgehen in dem Hauptraum, wo bestimmt nicht und nichts und niemand uns erwarten wird, ne? Nee. Das Ding ist, ich glaube, es bringt nicht mal was, mit der Schrotflinte auf irgendjemanden zu schießen, wenn uns jemand verfolgen sollte. Da ist nichts drin, oder? Nee. Okay, Leute. 1, 2, Dimitrescu kommt vorbei. Ich mag den voll. Ich denke mal, das wird auch sowas wie ein Safe Room sein hier, ja. Der ist so süß. Oh Gott, wie Bock er hat einfach. Ja, gönn dir. Okay, das Feuerzeug ist... Okay, alles klar, ich sag gar nichts. Ich glaube, sobald man diese Musik hier hört, es gab ja bei den anderen Resident Evil Teilen, gab es ja auch immer so Safe Rooms, wo man halt speichern konnte und so. Ich glaube, sowas ist auch safe. Ist aber gut zu wissen, dass wenn uns jemand verfolgt, dass wir hier rein können. Klopf, klopf. Okay, das war nur unser Shop-Freund. Alter, wie geil das aber auch aussieht, ne? Oh, oh. Das Feuer oder ist das jemand, der läuft oder was auch immer? Ich weiß es nicht. Okay, da können wir jetzt auch raus. Schön. Pistolenmunition. Geil. Haben wir eine Taschenlampe? Bin mir nicht sicher. Hier waren wir ja schon mal drin. Ich glaube, in der ersten Demo, da war hier nicht wirklich viel los. Ich glaube, das sah auch ein bisschen anders aus. Hier ist Besteck. Und hier ist... Oh. Blut. Schön lecker Blutkränzchen, oder was? Warum denn auch nicht? Da hinten kamen wir beim letzten Mal raus, ne? Ich meine mich zu erinnern, dass es ein bisschen anders ausgesehen hat unten. Oh oh. Oh oh. Hallo. Ich möchte hier halt eigentlich nicht einfach so rumlaufen. Was ist das hier? Natürlich ist es verschlossen. Ist auch alles verschlossen oder geht's nicht weiter? Okay. Wir suchen ja immer noch. Oh oh, da macht was Geräusche. Fuck. Hallo? Oh, guck. Was sind das denn für Weinflaschen, Junge? Einfach 3 Liter. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reichte bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Erlagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Wein zu tun hat, Leute. Kann hier nicht verwendet werden. Okay, da muss irgendwas reingelegt werden. Aha. Stimmt alles ganz, ganz toller Wein, Junge. Ganz, ganz toller Wein, ey. Hallo. Ich möchte mich gern nochmal wegen des Weines unterhalten. Das wäre schön. Oh, da oben ist was. Kann ich das abschießen? Ich bin ein Fuchs, Alter. Ich bin ein Fuchs, bin ich. Okay. Das ist das Feuer unter uns. Und hier kommt das Auge rein. Ich weiß noch, da hinten war beim letzten Mal die Tür gewesen. Das kann so nicht verwendet werden. Wie?
Oh, warte mal, wir müssen... Ah, stimmt, okay. Das ist die Map. Map haben wir diesmal auch. Oh, das sieht aber schön aus. So sind da Ausrufezeichen. Da kann man irgendwas machen. Möchte bitte ins Inventar. Wie kann ich denn ins Inventar? Wie komme ich denn ins Inventar? Ach, Dreieck. Okay, danke. Danke, perfekt. Schnellzugriff machen wir hier. Ach, haben wir ja schon. Okay. Untersuchen. Können wir das irgendwie rausnehmen? Saurons Auge, Junge. Zacke. Das ist bestimmt nichts Gutes. Ich habe eine Schrotflinte, ich werde sie einsetzen. Ich schwöre es auf alles. Nein, nein! Ich hab's gewusst, es war doch so klar, Alter. Hör auf. Die Scheiße. Oh, oh. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Ich hab gar keinen Bock, verspeist zu werden, Junge, als Maul. Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Oh Gott. Schnauze. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Wirklich? Geh rein. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Lass mich. Oh. Ich will jetzt nicht öppeln. Es tut mir leid. Ich möchte das nicht. Wir sollten, glaube ich, laufen. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Sind wir safe? Du Arschloch. Und wo wartet jetzt der Pate auf uns? Nein! Das war nicht doof. Ich meine, das war nicht schlau. Okay. Ich dachte, die kommt uns jetzt hinterher und wir können uns jetzt nicht mehr hier umschauen. Deswegen habe ich ein bisschen Angst. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Oh nein! Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Comtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei, also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Sofort haben sie mich angeschrien, alle drei. Ich sollte das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Das Ding ist, das letzte Mal kamen wir ja aus dem Keller und da war nicht wirklich was los, ne? Wir haben da zwar Geräusche gehört und sowas, aber... Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht diesmal anders aussehen könnte. Oder vielleicht doch wieder private Pornoparty. Mit Wein. Langsam. Ganz ruhig. Alles gut. Guten Tag. Oha, ist die groß. Ich hab doch gesagt, dass ich da ist, Mann. Sie wird uns erwischen. Sie wird uns erwischen. Sie hat genau die gleiche Gangart wie Mr. X irgendwie so, ne? Weil er halt auch so durch die Türen gegangen ist. Von der Größe her, ich weiß nicht, ob sie sogar noch größer ist. Ich weiß auch nicht, warum sie hier Munition liegen hat, aber muss er selber wissen, ne? Das ist ja nicht mein Leben.
Oh mein Gott. Ich habe aber nicht gesehen, dass sie das ausgemacht hat. Geht's hier weiter runter? Können wir hier rein? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Kuckuck. Bitte komm nicht. Bitte komm hier nichts. Bitte nicht, ey. Lass es sein. Okay, das ist der Raum, wo wir beim letzten Mal wirklich herkommen sind. Oh. Oh. Okay. Ich will nicht so laut sein. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie leise sein muss oder so. Das ist halt das Ding. Eigentlich war das ja nie so der Fall. Entweder die kamen halt oder es kam halt keiner. Aber so selbstmäßig wäre halt auch schon ganz nice. Okay, was soll hier geschehen? Was? Trust in light. Ah, jawohl. Okay, wir machen ein bisschen Barbecue-Grill. Hoppo. Jetzt kommt sie da durchgelaufen, oder? Oh, oh, jetzt ist es dunkel drin. Das ist genau der Keller, Alter. Ich sehe nichts. Oh, auf einmal haben wir eine Taschenlampe. Oh mein Gott, wir sind schon hier drin. Oh fuck, oh fuck. Wir werden sowas von angegriffen werden jetzt. Aber wenn was kommt, sind wir bereit. Mami. Mami? Mami? Oh, gut, hast dich gehalten, Alter. Nice. Leiche gewesen, oder? Oh. Was hat das zu bedeuten? Da ist die Tür auf, aber warum? Okay. Ja, wir können es hier umschauen, alles klar. Oh, diese Sounds, ne? Spritzen. Bestanden. Irina, Biaela, Lois und Ingrid. Abgelehnt. Dandora, Greta oder Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Liudmila oder Liudmila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriela, Jeremy Pascal, Estefania, Kalenta. Essen ist fertig, Junge. Okay. Gut, ich möchte mich nur ablenken. Es tut mir leid. Es ist halt eigentlich nichts passiert, aber trotzdem ist es ein bisschen. Es ist ein bisschen ungemütlich. Aha. Das war doch da. Oh. Yay. 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 Oh nein. Oh nein. Lasst es. Ich würde vorschlagen, wir nehmen erstmal die Pistole für den Fall. Hm. Hier ist viel Platz zum Ausweichen. Das gefällt mir gar nicht. Dieses Spiel bereitet einen darauf vor. Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teilt übertrieben. Auf was teils übertrieben aufgeweckt. Und ratet mal, auf wen wir jetzt treffen werden, oder Leute? Bestimmt Ingrid. Wenn ich könnte, würde ich mich einfach gerade in meine Unterhose zurückziehen.
Oh nein. Ah. Übrigens hatte Julia mich... Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt, verdammte Scheiße. Ich hab's euch gesagt. Ausmachen. Hallo? Ich habe ein Paket. Und das bin nicht ich. Da jetzt bloß ich aus der Dunkelheit hervor. Batz! Die wäre wirklich gekommen, Alter, die Drecksau. Was ist denn jetzt los? What? Ich hab den Krieg verpasst! Ich hab dich, Alter! What? Was ist denn da? Er ist wahrscheinlich so, oh scheiße, 30 Minuten. I can't believe Cassandra caused all this mess. Oh ja, das ist aber nice. Da würde ich fast schon lieber in Englisch spielen, ne? Which tools do you prefer? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, oh, sie kommt doch bestimmt. Sie kommt bestimmt jetzt. Nein! Ich aufessen, bitte doch! Ja, da ist durchgespielt. 18 Minuten. 18 Minuten. Ja, krass, Alter. Aber gut, das, also ganz ehrlich, da hätte ich jetzt, also da wäre ich jetzt, also natürlich, man hat jetzt auch ein bisschen Action gehabt zum Schluss, ne, das wäre schon schön gewesen, aber ja, ich bin halt, also ich bin das halt nicht gewohnt, dass man da so durchpaced, ne, deswegen, ne, da bin ich einfach ein anderer Spieltyp. Aber ich glaube, wir können uns freuen. No, let me go! Chris, what the hell? Why? Mr. Winter. Ethan Winters. Ethan. For Ethan. Ethan Winters. Welcome